Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Ich zeige euch heute einige Tipps, wie eure Hortensien perfekt durch den Winter kommen, damit sie im nächsten Jahr wieder herrlich blühen. Erdgeflüster. Gleich einmal vorweg. Die Schneeballhortensie, die steht hier, und die Rispenhortensie, die brauchen absolut keinen Winterschutz. Es sei denn, ich habe sie jetzt erst gesetzt, es sind kleine Pflänzchen, dann würde ich etwas mit Laub mulchen, aber das wär's dann auch schon. Denn die Schneeballhortensie und die Rispenhortensie, die werden ja im Frühjahr ziemlich viel zurückgeschnitten und die bilden ja die Blühknospen erst an den Ästen, die sie im Frühjahr bilden. Also, die blühen sowieso. Jetzt geht es um die Bauernhortensie. Die sind wirklich sehr dankbar für einen Winterschutz, denn sie bilden ja die Blühknospen schon in diesem Jahr oder haben sie schon gebildet. Und wenn ich die Bauernhortensie zum Beispiel jetzt vor dem Winter schneiden würde, dann habe ich nächstes Jahr ganz sicher keine Blüten. Und die Blühknospen sind ja sehr gefährdet vor dem Frost und deswegen brauchen sie unbedingt einen Winterschutz. Ja, diese Bauernhortensie, die ist ja erst ein Jahr alt, die habe ich erst voriges Jahr gesetzt. Sie ist noch recht klein. Die braucht unbedingt einen Winterschutz. Man muss bedenken, die Hortensien verlieren ja über den Winter alle Blätter und dann sind nur die nackten Stiele da mit den Blühknospen und da hat der Frost jede Chance, dass er sie vernichtet. Es gibt mehrere Varianten, wie ich die Bauernhortensie schützen kann über den Winter. Die erste Variante: Ich gebe viel Laub um den Wurzelballen herum und um die Äste lege ich ein Jutevlies drüber. Die zweite Variante, ich mulche wiederum den Wurzelballen mit viel Laub und gebe Reisigzweige darüber. Das funktioniert genauso. Und die dritte Variante, um den Wurzelballen kommt wiederum Laub und dann wird ein Eisenkorb, also ein Eisengitter um die Pflanze herum gegeben und gefüllt mit Laub oder auch mit Stroh. Diese große Bauernhortensie, die mulche ich jetzt wiederum beim Wurzelbereich mit viel Laub. Und wenn ich noch Reisigäste habe, längere, dann könnte ich die da dazwischen hineinstecken. Und was ganz wichtig ist, bitte schneidet die verblühten Blüten ja nicht ab, denn hier sieht man ganz gut die Blühknospen, wie sie schon dick sind. Und wenn ich jetzt die verblühten Blüten wegschneide, dann sind die Knospen dem Frost richtig ausgesetzt. Denn die Hortensie verliert ja auch alle Blätter. Bitte lasst jetzt den Winterschutz recht lange an der Pflanze. Auch wenn es im Februar, März einmal warm werden sollte, da fängt ja die Pflanze schon ein bisschen an zu treiben. Und wenn ich da den Winterschutz weggebe und es sind wieder Fröste, dann erfrieren mir die Blüten und ich habe keine Blüten gebracht im Sommer. Bitte wirklich erst entfernen, wenn keine Spätfröste mehr zu erwarten sind. Und obendrein, ihr könnt den Winterschutz ja dekorieren mit Lampionblumen oder zu Weihnachten einfach einen Stern hineinstecken. Schaut richtig hübsch aus. Jetzt kommen wir zur Hortensie im Topf. Die kann man nämlich genauso im Freien überwintern, natürlich mit Winterschutz. Man sucht ein Plätzchen, das eher schattig ist, nicht in der prallen Sonne, denn sonst wird die Pflanze vielleicht frühzeitig angeregt zu treiben und wenn es dann wieder recht kalt wird, dann erfriert sie. Der Platz sollte windgeschützt sein, nicht dass permanent Regen hinkommt und die Pflanze muss man über den Winter, wenn sie regengeschützt steht, öfters gießen, aber ja nicht zu viel. Nur so viel, dass halt der Wurzelballen nicht austrocknet. Die Hortensie im Topf könnt ihr genauso gut in einer Garage überwintern. Es sollte aber nicht mehr wie 5 Grad betragen und die Lichtverhältnisse, es kann dunkel sein. Was ihr auch beachten müsst, die Hortensien werden über den Winter nicht gedüngt, erst wieder im Frühjahr. Ihr braucht nur schauen, dass der Wurzelballen nicht austrocknet. Das ist alles. Und jetzt werden wir sie winterfit machen. So.
so, jetzt sind die Bauernhortensien fit für den Winter, die im Gartenbeet sowie die im Topf. Und bitte denkt daran, die größere Gefahr für die Bauernhortensien, dass sie zurückfrieren oder die Blühknospen erfrieren, sind die Spätfröste im April oder es kann auch sein noch im Mai. Denn dann hilft der ganze Winterschutz gar nichts, wenn ich da frühzeitig den Winterschutz entferne. Also bitte wirklich so lange wie möglich den Winterschutz an der Pflanze lassen. Und wenn zum Beispiel wirklich Spätfröste angesagt sind und die Blühknospen haben schon sehr weit ausgetrieben bei den großen Bauernhortensien, dann würde ich da im April, Mai noch ein Gartenvlies darüber geben. Bitte macht eure Bauernhortensien auch winterfit, dann steht der herrlichen Blüte im nächsten Jahr nichts mehr im Wege. Tschüss, bis zum nächsten Mal.